Hallo, willkommen zurück zum Lernzyklus Ungleichungen. Freut mich, dass du mit mir gemeinsam auch noch die beiden ausstehenden Ungleichheitszeichen kleiner gleich und größer gleich erarbeiten möchtest. Zur Wiederholung des Intro-Videos, wo wir ausschließlich die beiden Ungleichheitszeichen kleiner und größer behandelt haben, bitte ich dich, das Video kurz zu stoppen und für folgende Ungleichung zu versuchen, die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen anzugeben. Hast du für S die Lösungsmenge L ist gleich geschwungene Klammer auf 0, 1, 2, 3 geschwungene Klammer zu herausbekommen? Hast du das Prinzip einer Ungleichung verstanden? Super, jetzt können wir einen Schritt weitergehen. In der Mathematik gibt es nämlich neben den beiden Ungleichheitszeichen kleiner und größer auch noch die beiden kleiner gleich und größer gleich. Was ist hier anders? Das Prinzip bleibt das gleiche. Nur kommt beim unterstrichenen Schnabel hinzu, dass die linke Seite auch gleich der rechten Seite sein darf. Schauen wir uns das beim Beispiel von vorhin genauer an. Wir haben bereits die Lösungsmenge für S gefunden. Also dürften wir für S die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 einsetzen, damit eine wahre Aussage entsteht. Wie ändert sich die Lösungsmenge, wenn das Ungleichheitszeichen jetzt unterstrichen wäre und unsere Ungleichung nicht mehr 4 ist größer als S, sondern 4 ist größer gleich S heißen würde? Wie vorhin schon angesprochen, bleibt das Prinzip das gleiche. Nur kommt hinzu, dass in diesem Fall auch die linke Seite gleich der rechten Seite sein darf. Das heißt, dass wir zusätzlich zu den Zahlen 0, 1, 2, 3 auch noch die Zahl 4 einsetzen dürften. Bevor du dich selbst wieder überprüfen kannst, lass uns noch ein Beispiel gemeinsam rechnen. Vorab noch die Definitionsmenge. Wir arbeiten wieder in N, also in den natürlichen Zahlen. Erinnern wir uns wieder an den Pelikan zurück, der sich immer für die größere Menge an Fische entscheidet. Jetzt können wir die Ungleichung wieder in die mathematische Sprache übersetzen. 5 ist kleiner, Achtung, unterstrichener Schnabel, gleich m. Somit wissen wir, dass 5 kleiner oder gleich groß sein muss als m. Welche Zahl gleich 5 ist, ist einfach, natürlich 5. Jetzt stellt sich uns noch die Frage, welche Zahlen größer sind als 5. Das sind die Zahlen ab 6. Das heißt 6, 7, 8 und so weiter. Unsere Lösungsmenge ist demnach L ist gleich 5, 6, 7, 8 und so weiter. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Ich habe meinem kleinen Bruder ein paar Beispiele zu Ungleichungen gegeben. Er sollte für die jeweiligen Angaben die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen anschreiben. Du darfst nun Lehrer bzw. Lehrerin spielen und dir seine Ausarbeitung ansehen und wenn nötig auch korrigieren. Drücke dafür auf Pause und fahre fort, sobald du fertig bist. Ich habe folgende Dinge korrigiert und richtig gestellt. Beim ersten Beispiel hat mein Bruder das Ungleichheitszeichen falsch gelesen. Hier steht, dass k größer oder gleich 2 sein muss, nicht, dass k kleiner oder gleich 2 ist, für was mein Bruder sogar die richtige Lösung herausbekommen hätte. Beim dritten Beispiel hat mein Bruder vergessen, dass beim unterstrichenen Schnabel die linke Seite auch gleich der rechten Seite sein darf. Beim vorletzten Beispiel hat er vergessen, dass die Lösungsmenge nicht nach oben hin beschränkt ist. H muss größer sein als 4. Wir dürften für H auch 100 einsetzen. Die Ungleichung würde immer noch stimmen. Deswegen sind die drei Pünktchen am Schluss, die das verdeutlichen sollen, so, so wichtig und die musst du unbedingt anschreiben. Beim letzten Beispiel hat er das Ungleichheitszeichen wieder falsch gelesen. Hier steht, 1 ist kleiner oder gleich groß als b. Und unsere Lösungsmenge ist deswegen L ist gleich, geschwungene Klammer auf, 1, 2, 3 und so weiter. Damit sind wir auch schon wieder am Schluss dieses Videos angekommen.
Mittlerweile solltest du alle vier Ungleichheitszeichen kennen und wissen, wie du mit ihnen umgehst. Beherrschst du den Umgang mit Ungleichungen schon gut, kannst du dich zum Basic Video 2 und zum Mastery Video weiterklicken. Bis bald!